Moin meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Observer. In der letzten Folge habt ihr gesehen, hoffe ich, was sich hinter diesen Vorhängen befindet, was uns sehr bedenklich machen wird, denke ich mal. Aber wir werden sehen, was passiert. Ich bedanke mich jetzt schon, dass du wieder eingeschaltet hast und hoffe, dass es dir bis jetzt immer noch sehr Spaß macht. Let's go! Warte mal, der bewegt sich, ne? Er lebt noch. Dieses. Boah, die nehmen die Gedärme raus. Was hat er da am Hals? Ist das ein Implantat? Don't be afraid. I'm here to help. What happened here? Ich kann nicht reden. Dispatch, this is Lazowski 656210. I got an emergency here. God damn it. Still no connection. Listen to me. The building's on lockdown. There's no way I can help you now. But I can get whoever's responsible for this if you help me find him. Don't try to talk. There's another way. Oh, oh. Jetzt können wir uns, glaube ich, einklinken. Da ist nämlich das Implantat, wo wir rein wollen. Und los! Subject approved. Commencing neural interrogation. Oh. Jetzt sind wir im Kopf von dem drin, glaube ich. Wir können sehen, was passiert ist. I'm home. Aber das ist irgendwie alles durcheinander hier. Da hinten ist der Raum. Können wir nicht dahin? Doch. Amir, is that you? Amir. Sobald ich mich näher gehe, geht das Ding aus. Hat jemand Tagebuch geführt? Okay. Ho, 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 ho. Was war das? Leicht durcheinander im Kopf des jungen Mannes, hä? Komm ich hier durch? Komm ich auch nicht lang. Doch, ich muss da durchkommen. Hey, wieso komm ich nicht da hoch? Ich muss mich ducken. Ah, ich bin da oben gegengestoßen. Alles klar. Okay. Hallo? Also irgendwas ist hier nicht ganz gesund, glaube ich. Hä? 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 Hallo? Oh Gott. Oh, 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 oh Gott, 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 oh Gott. Ich laufe einfach mal. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe, aber ich laufe einfach. Oh Gott, ich glaube, ich war falsch rum. Wo ist da rum?
Ich sehe nichts. Ah, was ist das? Die Tür, glaube ich. Wo? Alter, ich bin völlig durcheinander. Was geht hier ab? Geht's in meinem Kopf genauso ab? Oder in euren? Boah. Wir sind im zweiten Stock, wir sind falsch. Absperrung. Das war ein altes Video. Hallo? Слушание расхлебнено на другую часть чего рационизации хиосциамины. Сушеный суровит за размерной и эксперименты. Полусменной клюент зеленый суровца обозначал калорий в тропоновых, где механизм их делания полега на боковании в рецептах и воду шипску чуной ногу. Okay, was auch immer. Der Fall zeigt doch. Ah, ne, guck mal hier. Ja, thanks. Für was auch immer. Oh, hallo? Alter. Ja, dann nenne ich mal Kabelsalat. Hallo? Jemand da? What the fuck, man? I told you not to show up during the day. Oh, ho, 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 ho. Überwachte. Sind das seine Gedanken? Aber so alt sah der Herr doch gar nicht aus. Sieht alles viel, viel älter aus. Oder ist das das, was er fühlt oder was sie mit ihm gemacht haben können? Hat aber auch irgendwie nicht hinhaut. Das sieht ja aus wie ein Knast, würde ich mal auf mir behaupten. Eine Gasflasche. Ich habe es aber mit dem Wasser hin, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Halt die Klappe! Du bist hier, sag mal. Was ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Erinnere ich mich nachher noch bei dem Virus reinholen hat. Was? Nein, ich will da lang. Was ist das? Ich bin doch nur in seinem Kopf. Ist das ein Virus oder was ist das? Hallo? Hallo? Wer sind Sie? Oh Gott, was kommt denn jetzt?
Och nee, das ist nicht so eine Art Labyrinth. Tür und Mülleimer? Tür und Mülleimer. Sieht gut aus. Tür und Wasserrohre? Tür und Wasserrohre? Bin ich hier? Nee, war die falsche Tür, glaube ich. Nein, ihr Regal ist das, ne? Lampe, Lampe, Lampe. Da ist eine Lampe. Aber ist keine Lampe an der Tür. Oder doch? Ah, hier. Schaltschrank. Was der Schaltschrank? Unterverteilung mit einer Tür. Ist das hier? Nee, ich glaube nicht. Unterverteilungen mit... Hier. Wieder Mülleimer. Wieder Regal. Wieder Lampe. Unterverteilung mit... Unterverteilung und Tür. Hier. Was ist denn... Alter, das... Spiel fickt mein Hirn gerade so ein bisschen. Ich komme gerade ziemlich durcheinander, was das angeht. Ich meine, Kopf ist schon komplex. Die Gedanken bestimmt erst recht, aber... Holy shit. This fucking slop again. Was, was? Called soup. I dig in, it's not getting any better. Wer spricht hier? Ich kann nicht weg. Ich will nicht hingucken. Ich glaube, der Typ hat Burnout, ey. Was ist das denn jetzt? Hat die haben ihn geschnappt? Und so soll ins Gefängnis gekommen. Tag, Mahlzeit, hallo. Ach nee, guck mal, da sitzt er ja. Ja, ist in den Knast gekommen. Was? Move it along. Nicht da lang, an den da lang. Was denn, wenn ich mich wehr? Gegen die Gedanken. Ah, okay. Hallo? Hallo? Oder auch nicht. Hallo? Oh, zwei Drähte. Oh, 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 oh Gott, oh Gott. Hallo? Herr Werther? Ich weiß nicht, wo ich bin.
Alter, Mann, ich komme hier durcheinander, Mann. Dabei wollte ich schon wissen, was mit dem Mann passiert ist. Let me out! Let me out! Let me out! Bleib drin. Nein, du bleibst drin. Du machst mir Angst. Da ist ja der Typ gerade gewesen, oder? Oh, die haben die Scheiße rausgeprügelt. Was geht denn jetzt ab? Mein Gott! Ein Pott! Alle Sorgen runtergespült. Alles wird gut. I need a fix. Give it to me. Now. Fuck yes. Finally. Oh Gott. Umgeschlagen. Ich laufe einfach mal. Ich weiß ja nicht, wo ich lang muss, aber es wird schon irgendwie schief gehen. Aber entweder stirbt er gleich. Deswegen geht das gerade alles hier so ab. Amir, do you remember the night we met? It's hard to forget. Yeah. Aha. Aha. Yeah. Aha, yeah. Mm-hmm. I've always wondered. Are you scared? Of me, I mean. No, I can see right through you. I saw that underneath all your muscles and tattoos, you were like a big wounded animal. Lost. Alone. Hey, at least you knew what you were getting into. Yeah, I guess I did. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jacket in K Tattoo Shop. Ach, der Tattoo Shop, der von den Apartments war. In sickness and in health, forsaking all others. To have and to hold from this day forward, until death do us part. Any regrets? Haben geheiratet? Ich bin sehr durcheinander gerade. Hallo? Hey! Die Tür ist auf! Willst du mich verarschen? Ich krieg die Tür nicht rechtzeitig, oder? Oh nee. Alter. Was ist hier falsch? Liegt irgendwo Seife? Ich will mich nicht bücken.
Was? Hallo? Ich folge mir dem Fernseher. Wo ist der Fernseher? Da. Ist das hell? Geh nicht ins Licht. Das sind Dosen, oder? Was haben wir jetzt da? Oh, Ziel erreicht? Natürlich nicht. Ich will nicht reden. Wasser, das Wasser. Komm, dreh ab, Mann. Irgendwas ist hier. Hallo, wo ist der Hahn? Ich kann drehen, wie ich will. Was? War es das, was ihn angegriffen hat? Ich brauche meine Pille. Neural interrogation aborted. Subject expired during questioning. Emergency extraction procedure successful. Na, kein Wunder. Die Innereien guckten ja förmlich nur raus. Nein, wie war das? Mittlere Maustaste. Injected. Strain level decreased. Aber ist das alles Blut? Synchrosine refilled. Dann ist doch nichts wie eine Couch, noch eine Couch zusammengelegt. Was ist das? Morphine. Some under the counter painkillers. The numbers on them might lead me to Amir's clients. 209? Ist das das, was er verkaufen wollte? Warte mal, muss ich mir aufschreiben. 112 und 209. Okay. Das könnten Zimmernummern sein. Well, well. You must be Helen. What else are we hiding in here? Achso, das ich kann nur das Objekt scannen. Was haben wir hier? A credit chip. Handy for storing off the great currency. Keine Übereinstimmung gefunden. Inhalt leer, nicht registrierter Währungsspeicher. Das ist dieser Tattoo-Shop. Schade, dass ich die Person darauf nicht scannen kann.
Aber die haben auf jeden Fall eine Verbindung zum Tattoo-Shop. Den werden wir uns auch gleich mal angucken. Oh, ein Rechner. Da ist es wieder. Zunächst muss ich als zuständiger Tätowierer dich bitten, mit diesen Nachrichten aufzuhören. Wenn du ein Problem hast, komm in den Laden. Zweitens ist dein Hals prima geheilt, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Der Beschleuniger funktioniert und wenn es wirklich, wie du behauptest, verschwimmt, dann liegt es wohl eher an deinen ständigen Kratzen und Fuschen. Zum letzten Mal lass es in Ruhe. Komm vorbei, dann schaue ich, aber langweile mich nicht mit deinen Sorgen. Ich bin kein Psychiater, Jay. Kommt der Daten, die letzte Ladung war teilweise beschädigt. Ich konnte das meiste davon retten. Aber wie gesagt, du musst den Dechiffrier-Tool mehr Zeit geben, ihren Code zu knacken. Wenn wir diese Abmachung beibehalten wollen, musst du deinen Teil erfüllen. Das sind vertrauliche Daten. Jeder entstellte Zeilencode bedeutet Stunden zusätzliche Arbeit und meine Zeit ist kostbar. Ich sag es nochmal, Software kann nicht entdeckt werden. Du kannst nur erwischt werden, wenn man dich beim Spielen an der Workstation ertappt. Ich weiß, du hast Angst. Und ich weiß, welches Risiko die Situation für dich birgt. Aber genau dafür bezahle ich dich. Ey. Gefallen. Tut mir leid, Heller. Ich weiß, wir kennen uns schon ewig. Aber diesmal kann ich dir wirklich nicht helfen. Ich wünschte, ich könnte. Aber selbst wenn mir Amirs anhaltende Gesundheitsprobleme außer Acht lassen, die Obrigen haben eine strenge Einstellungsrichtlinie eingeführt. Keine Bürger der Klasse C und definitiv kein Ex-Sträfling. Ich weiß, Amir ist in Ordnung und er verdient eine zweite Chance. Aber ich krieg ihn an diesen Regeln nicht vorbei. Es tut mir wirklich leid. Wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann, sag Bescheid. Pass auf dich auf, Anetta. Also sie wollte ihm helfen, einen Job zu kriegen. Sieht zumindest dann aus. Amir Novak. Lebenslauf. Arbeitskopie. Angaben zu Person. Amir Novak. Geburtstag 19. Mai 52. Ja. C-Bezirk. Amir Novak 52@gmail.com. Stärken, Fähigkeiten, Teamplayer, kann mit anderen zusammenarbeiten, auch wenn sie anders sind als ich. Das macht mir nichts, solange die Arbeit erledigt wird. Personalmanagement, kann beurteilen, ob jemand für einen Job geeignet ist oder nur prahlt. Konfliktlösung, kann Probleme ein für alle Mal beseitigen. Extreme Stresssituation, kann hart arbeiten, aber auch wenn es hart auf hart kommt. Eintragende Arbeitserfahrung. Lieferern, Privatsektor, sicherstellen, dass Dinge dorthin gelangen, wo sie hingehören, mit Leuten reden. Strafanstalt, Straßenreinigung, habe ich gut gemacht. Ja, Geschichte, hab sogar Überstunden gemacht. Also doch ein Bewerbungs-, diese war noch nicht so falsch. Und natürlich, unser Spiel ist auch wieder dabei. So, sollen wir uns mal die Apartments angucken, bevor wir zum Tattoo gehen? Ich habe 100. Leaving the crime scene. Pursuing a lead. The victim's wife could still be in the building. Maybe the neighbors know something. Können wir fragen? Okay. KPD, I'd like to have a word. It's about time you showed up. What the hell is going on? Why are we under lockdown? Most likely a malfunction. I'm still looking into it. Well, you ain't looking in the right places. Because I don't know nothing. Noticed anything suspicious or unusual? Other than the lockdown, I mean. Well, the couple from 104 were making an awful lot of noise a while back. More than usual, I mean. The girl ran off. And then it got quiet. 2 seconds.
Did you see where she ran off to? I ain't one to snoop. But judging by the footsteps, I'd say she ran down to the courtyard. Also zum Tattoo-Studio. Anything else you can tell me about them? What? The couple? Don't know them that well. The girl seems nice enough. Not sure about the guy, though. What about the girl? Oh, she's a trooper. Works double shifts at Chiron to support that ex-con asshole of a husband. Any idea what she might be doing for them? Can't be too important, or she wouldn't be living in this shithole. Explains the look on her face, though. What do you mean by that? Worn out, fidgety, jumping in shadows. Working for the corporation has that effect, I guess. What can you tell me about the guy? Amir? I think he's called. He looks tough, but he's got the yellow eye, you know? Twitches like a junkie. Probably sells the shit, too. How do you know that? What, the dealing? I seen him sneak around during the night, carrying packages and stuff. I dealt he's the goddamn postman. Does this kind of stuff happen often? You ever see a husband get violent? Nah, he ain't a wife beater or anything like that. He's just messed up. And again, ain't we all? Anything else out of the ordinary? Anything at all? Well, other than some asshole bringing animals into the building, I'd say that's pretty much it. Animals? Yeah, I could swear I heard something growling in the hallway earlier. I informed the janitor, but he'd lose the plot midway through the talk anyway. Thanks. You've been very helpful. That's new. Also sie ist im Hofgarten. Er würde wohl öfters beobachtet, wie der kleine Päckchen mitnimmt, geschweige denn verkauft. Aber wenn sie zum Hofgarten triss, Problem ist, wir kommen ja momentan nicht raus. Ah doch, zum Hof kommen wir raus. Was haben wir da? Sind das Bilder von den Entwicklern, die das Spiel gemacht haben? Ich glaube schon, ne? Daten auf Birthday, 4.3.2006. Age of Dead 30. Okay. Haut irgendwie nicht hin. Aber doch, je nachdem, doch, vergiss ja, wir spielen ja in der Zukunft hier im Spiel und nicht ja da, wo wir im heutigen im Jahrgang sind. Ach Gott. So, was habe ich gesagt? 112 und 100. Wir gucken mal nach den 112. Die stand nämlich auf der Dose drauf. Hallo? Oh, hier waren wir doch schon. Ist hier nicht abgeriegelt gewesen hier? Hier war doch abgesperrt. Im Kopf des von Amir. Wie ist denn hier? Hier knurrt irgendwas. Das macht mich nervös. Ach, hier ist aber der Kabelsalat. Mit Stecker. Lecker Süppchen und die kocht noch so schön. Und da ist ein Radio drin. Da kommt Freude auf. Oh, lecker. Was? Hallo? Was ist denn jetzt los?
immer du bist. Hi. Die Tür ist zugegangen. Ist da dieser Hilfsroboter? Von dem Hausmeister. Hallo? Hallo? Das ist immer nicht ganz geheuer, wenn ich ehrlich bin. 112 haben wir gesagt, ne? Ja, guck mal, wir kommen immer näher. Hier waren wir auch, wo wir im Kopf von, dem, von Amir waren. Was ist los? Du willst hier nicht rauskommen. Brr. Hallo? Hundertzwölf. Und die Milch ist noch da. KPD, I need to talk to you. Look who's here. The leech that's been skulking around the building. Mhm. Aufgepasst. Ja, komm. How about you change your fucking tune, pal? Jeez, man, cool your chips. It's not every day I get to observe an observer. Is this where you tell me you got eyes on my ass? You ain't that pretty. Besides, ever since the lockdown, I've been kind of busy. Seen anything suspicious lately? Other than the lockdown, I mean. I saw that booth babe run out of 104. She was heading for the courtyard, but then I lost her. Someone chasing after her? Eh, maybe. The surveillance cameras have blind spots. If you know where they are, you can hide in plain sight. Okay, smartass. Tell me, why am I still standing here? Okay, Slimeball, you found Amir's little stash and the fucktard used our names on the merch. Close enough. Apartment numbers. Oh, busted. Let's call for backup. Oh, wait, you tried that already. Screening my calls, are you? Why don't you take a break and go heck yourself? Officer, please. What you're talking about is highly illegal, not to mention unethical. Let's just say... I'm a concerned citizen with a very particular skill set. Ist klar. Kommunikationsprobleme. Abriegelung. I'll turn a blind eye to the monkey on your back if you put your skills to work restoring my comms. What if I could? As long as we're under lockdown, this is a complete dead zone. Gut. But I've been scanning the internal network for signs of the double A glitch. Come again? The double A glitch, you know, the algorithm that makes the nanites go berserk on their own host, as in why nanophage happens? And? Nothing so far. Well, hallelujah. Look at you, an optimist. All bets are off until I finish my scan. Die Sache ist noch nicht erledigt. You're not off the hook. I'm coming back to see if you're still alive when this is over. That's some motivational technique. They teach you that at Leech School? Yeah, they do. Fuck off 101. Ja, mein Freund. Wir sehen uns wieder. Ah, ne, warte. Ich komme wieder. So, das war die 112. Ja, ne, die hacken wir doch mal. Nein! Ja! Nein! Nein, eine Null. 6 Übereinstimmung, was? Das war ein Satz mit X. Steht hier irgendwo was?
Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Wie schön können Sie mehr? Was ist das? 5-7? Dan Lazarski, KPD. Ist hier nur Harlow? Is anyone in there? No, there's no one here. Did I not hear a pretty little girl just now? You okay? Your parents not home? No, just me. So you're all alone in there? Yes. Well, not really. I'm playing with Pieta. Your little sister? No, she's my friend, silly. From school? No, she's a special friend. Only I can see oh, her. Oh, God. Ah, that kind of friend. I had an invisible friend, too, when I was your age. Called him Tom. Pieta thinks you're full of shit. What's your name? Paulina. And you're Dan. That's right. How old are you, Paulina? 34. 9, you silly. Are you upset? Will you be all right? I'm scared. The lights went out. It's just a power outage. The building's not feeling well. No! Something is happening. I feel weird. Paulina. Stop it! I can't. It won't let me out. What's going on in there? 1074. 1074. 10-7-4. Das könnte der Code sein von der Tür. 1074. Hallo? Jemand da? Ist das Pauline? Was muss ich machen? Oh Gott. Yeah. Boah, es wird leiser so. Guck mal, Scheiß aus Rohre. Lecker. Nix. Was ist das? Sieht aus wie eine Limo? Eine Erdbeerlimo? Wasser, Fisch, jede Menge Dosenfraß, ein paar Eier. Hallo? Mal die Mucke aus, Mann. So. Meine Herren. Hallo? Geht's Ihnen gut? Auf jeden Fall lebt sie noch. Sieht aus wie eine virtuelle Brille. Aber ich denke mal, dass sie nicht so wie wir es heute kennen, sondern dass sie tief vernetzt ist. In einer Art
Schlaf und ihr träumt dann so gesehen die virtuelle Welt, in der sie sich befindet. Vitalwerte sind in Ordnung. Sie rührt. Sind das ihre Augen? Warte mal, Auge links, Auge rechts. Auge links, Auge rechts. Ja, das kann nicht gesund sein. Kann ich sie scannen? Was ist das denn? Ah, warte mal. Ich kann mich verbinden. Bürgerklasse A. Das ist eine A-Klasse. Die kommt aus den gehobenen Kreisen. Unternehmensmanagerin. Keine Straftaten. Okay. An die zuständige Stelle. Hiermit wird bestätigt, dass bei Paulina Madeja eine Dementia infantilis, auch Hellersche Demenz genannt, diagnostiziert wurde. Dies ist eine Art später Autismus. Paulinas Fall ist recht schwer und soweit ich weiß, wurde keine frühzeitige Verhaltensintervention unternommen. Sie hat nahezu alle Sprech- und sozialen Fähigkeiten verloren. Es ist zweifelhaft, ob sie sich je erholen wird. Selbst wenn sie sich den verfügbaren invasiveren Behandlungsformen unterzieht. Was ich zum zweiten Punkt dieser Ansicht führt. Ich glaube nicht, dass Paulina Madeja eine Prozedur zur Verbesserung der kognitiven Funktion überstehen würde. Das Ergebnis ihrer Blutuntersuchung hat ergeben, dass ihr Organismus die umfangreiche Implantate sehr wahrscheinlich abstoßen würde. Anschließend bin ich der Meinung, dass Paulina Madeja niemals selbstständig sein wird und für den Rest ihres Lebens Pflege benötigen wird. Ich sehe keinerlei Aussichten auf eine Verbesserung ihres Zustands. Dr. Alexander Sodowski. Alles ist bereit. Komm einfach vorbei. Wenn du bereit bist, besorge unterwegs ein paar Windeln und einige Viererpatronen, die zur Erholung, die du ohne Rezept bekommst. Den Rest habe ich hier. Oh no. Gut. Morgen also, später am Abend. Ich werde alles haben. P. Nee, der hieß anders. Wie sieht's aus, Kumpel? Kannst du liefern? Das letzte Mal hast du mir einen Haufen Träume verkauft. Aber ich bin schon mal reingefallen. Ich habe dir das Geld, die Technologie und das Asset besorgt. Jetzt musst du deinen Teil erledigen. Zum letzten Mal. Wird das klappen? Wenn du nicht sicher bist, sag es einfach. Wir werden uns schon einig. Ich respektiere Leute, die ein ordentliches Ding drehen können. Nichts für ungut. Denke genau nach, bevor du auf Antworten drückst. Sehr ehrlich, wird es klappen? Jupp. Na, das ist ja mal beruhigend. Jetzt probier das mal, wie das nochmal, aber mit mehr Wörtern. Oh, Entschuldigung, falsche Taste. Mit mehr Wörtern. Ja, es wird klappen. Ich habe es bereits in einem virtuellen Testumgang ausprobiert. Für deine Zwecke funktioniert es perfekt. Für das AZ besteht kein Risiko. AZ? Was heißt AZ? Ich überwache die Software von hier aus. Und bei der geringsten Aktivitätssteigerung setze ich es auf Standby. Was mich zum Teil unserer Zusammenarbeit bringt. Du hast gesagt, das AZ befindet sich in 113. Warte mal, AZ 113. Ich nehme an, du hast die Maschine in einer der benachbarten Apartments untergebracht. Ich brauche den Zugangscode für den Notfall. Dieser Punkt ist nicht verhandelbar.
Wenn ihr das nicht passt, wird aus unserem Deal nichts. Ich behalte die Technologie. Du bekommst dein Geld zurück. Ah. Du Lügenschlampe. Ich weiß, du bist hier und benutzt meine Ausrüstung. Ich hätte es besser wissen müssen, statt dir mein Passwort zu geben. Glaubst du echt, dass du damit durchkommst? Sobald ich hier rauskomme, schnapp ich mir dich, Schlampe. Dein Schrumpelhintern geht hier. Rettet dir niemand. Ich tanze auf dein Grab. Ja, das nehmen wir mal sehr. Oh, was haben wir denn hier? Ja, keine Verbindung. Okay. Liebe Leute, ich würde sagen, ich beende die Folge hiermit. Ich bin jetzt schon ein bisschen drüber. Aber ich wollte unbedingt noch den Rechner vorlesen, damit wir in der nächsten Folge auf ihr Implantat mit einbeziehen können. Weil ich denke mal, dann haben wir eine Verbindung zu ihr und auch gleichzeitig zu dieser virtuellen Welt, in der sie sich befindet. Ich hoffe trotzdem, dass dir diese Folge mal wieder gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lassen würdest. Willst du mehr davon sehen und natürlich mal wieder nichts verpassen, würde es mich freuen, wenn du mir ein Abo da lassen würdest. Schreib mir in die Kommentare, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten verbleibe ich wie immer mit einem Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.